Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Es ist gerade von der Atmosphäre her ein bisschen anders. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe allerdings gerade so ein bisschen ausgerüstet. Und ich bin jetzt mal ruhig. Ich möchte bitte, dass ihr die Hintergrundsounds einmal hört und mal schauen, ob euch was auffällt. Es gibt im Hintergrund einen Sound, bei dem ich die ganze Zeit denke, da kriege ich ein bisschen schlechte Laune bei, ne? Bei dem ich die ganze Zeit denke, dass mein Handy mich gerade weckt. Das hört sich genauso an wie mein Wecker, das macht mich wahnsinnig. So, wir müssen für Aeris nämlich noch, habe ich gerade gesehen, einmal hier Stab der Weisheit, ne? Da müssen wir einmal die Fertigkeit meistern. Sie hat jetzt das Psycho-Amulett. Sie hat nicht mehr dieses heilende Amulett. Sie hat jetzt erhöht die maximale TP und die Magie um 5% und schützt während des Kampfes vollständig vor dem Zustand stumm. Und das ist perfekt für sie. Es ist wirklich perfekt für sie. Und sie hat jetzt den himmlischen Reif. Guckt euch bitte an, wie viele Slots wir haben. Wir haben jetzt wieder Barriere drin und geschwächte Abwehr, also Protest und so weiter und so fort. Ne? Hier und da noch ein paar Sachen gemacht. Und ich wundere mich ja immer noch über das hier. Das ist jetzt, also im Original gab es auch die Gi. Ne? Aber da gab es jetzt diese Welt nicht. Du konntest nicht so krass interagieren mit den Charakteren wie jetzt der mit dem Boot. Wir hatten natürlich keinen Rückblick zu Zack. Ich bin so fucking neugierig, ne? Und das sieht halt so krass aus auch. Ich bin wirklich gespannt. Das Dorf der Gi. Weil ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass es, dass die Gi, Red und die anderen von Cosmo Canyon angegriffen hatten, das wusste ich noch, ne? Aber hier wird ja jetzt gerade, also wir erfahren jetzt richtig viel Background-Story und ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Das hatten wir alle schon gemacht, ne? Das ist das Erste, was ich immer mache. Okay. Alles gut, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier am besten hin müssen. Hier. Ah. Ich heiße euch willkommen, Kinder des Planeten. Was war das? Unser Bewusstsein lebt lange über den Verfall unseres Körpers hinaus. Denn für den Planeten sind wir Fremde. Er nimmt sich unserer nach dem Tod nicht an. Das klingt ziemlich furchtbar. Tut mir leid für euch. Diese Statue dient der Seele eines Gi als Gefäß. Schon zu lange lauscht niemand mehr ihrem Flehen. Ich bitte euch, leiht ihr euer Ohr. Der Planet stößt die Gi als Fremdkörper ab. Für sie gibt's wohl keine Rückkehr. Heißt das etwa, sie können nicht sterben? Die sind unbesiegbar! Aber am Leben sind sie auch nicht, oder? Gefangen zwischen Leben und Tod ist doch schlimmer als zu sterben. Du weißt doch gar nicht, wie es ist, tot zu sein. Ich meine, du lebst ja nicht mal richtig, oder? Miau! Sitz wohl im gleichen Boot wie sie. Sehnen sich nach Materie. Genauso wie ich. Okay, das könnte jetzt wirklich sehr interessant werden. Oh mein Gott. Die Materie wird uns die Erlösung bringen? Heilung vielleicht? Heilung? Weil damit konnten wir die nämlich alle angreifen. Oh. Dann übernimmt. Muss ich erstmal mich wieder warm kämpfen, ne? Super direkt in so einen Kampf. Sollte ich so ein bisschen leiser für mich gerade machen. Sonst schreie ich euch wieder an, Leute. Das will ich natürlich nicht. So. Ich muss mal ganz kurz. Moment. Jupp. Das wollte ich jetzt nicht.
So, das ist der Magiekreis. Erzeugt ein Magiekreis, der bei Generierung von ATB-Energie, ATB, in seinem Wirkungsbereich andere Gefährten ebenfalls etwas ATB-Energie spendet. Ich muss das noch leiser machen. Holy shit, ist das laut. So. Hört sich ziemlich nice an. Das ist jetzt nicht so nice. Oh, das ist sowieso gar nicht gut. Machen wir mal ganz kurz. Also ich muss erstmal wieder reinkommen. Ihr kennt das ja, wenn ich länger nicht gespielt habe, ne? Aber das wird es gleich alles funktionieren. Believe me. Goldnadel müsste es sein. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja jetzt, also das, guten Tag, hallo. Ich will nichts ausrüsten. Ich habe bestimmt was Anti-Steinmäßiges, aber ich will es gerade nicht ausrüsten. Okay, ich muss jetzt, glaube ich, richtig drauf, ne? Maus mal wegpacken, so. Okay, Leute, let's go. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich konzentriert. Kann ich eigentlich... Ich meine... Schockanfällig, klar. Tifa, du musst die noch dingensen, ne? Du musst die noch unbedingt... Okay. Wirksam ist Feuer... Aber ich finde gerade das Engel so gut. Seelenwanderung wiederbelebt. Solange ein Gehexer anwesend ist, kann er durch Seelenwanderung wiederbelebt werden. Solange ein Geh... Oh mein Gott. Ja, machen wir mal den hier. Ziemlich schwach. Das ist eigentlich immer so das Höchste gewesen, was man machen kann. Noch höher als Heilung. Mhm, alles klar. Oh, das wollte ich gar nicht. Hm, was machen wir bei ihr? Oh, weißt du was? Wow, also da muss man jetzt wirklich aber schnell sein und, ja, sehr interessant. Kann sein, dass wir echt nochmal verkacken, richtig, ne? Ja, geht noch. Oh, ich bin mal ruhig. Das hört sich schön an. Es ist unser Schicksal, vom Planeten verschmäht zu werden. Daher müssen wir uns selbst einen Weg zu unserer Erlösung bahnen. Mit Hilfe einer Materie? Die Materie wird ihm die Erlösung bringen. What?
So, weiter geht's. Oma, da oben ist ein Weg. Da ist Yuffie. Oder sehe ich das gerade falsch mit den Wegen? Ich guck mal. Ja, ich glaube, ich sehe es gerade falsch. Ich guck trotzdem mal mit. Da ist Yuffie. Kann ich hier hoch? Ne, das ist kein Weg. Okay. Ultima wäre natürlich geil, aber ich glaube nicht, dass das schon Ulti, also, oder? Ich glaube nicht, dass das schon Zeit ist. Ich dachte erst im nächsten Final Fantasy Teil dann, ne? Boah, wir müssen noch ganz Cosmo Canyon machen, ne? Krass. Cosmo Canyon hätte ich mir nicht so riesig vorgestellt. Wir haben so viele Stunden schon hier verbracht. Auch krass. Ja, krass. Da kriegt man ja richtig Gänsehaut. Wirklich kein gutes Gefühl dabei. Gar nicht. Für das Volk der Gi ist der Tod die Erlösung. Und da sie den Planeten nicht verlassen können, könnte es sein, dass sie ihn selbst auslöschen. Sollte die Materia nicht jemand haben, der so zuverlässig ist wie ich und gut auf sie aufpasst? Ich glaube, aus der Sache halten wir uns alle lieber raus. Dafür ist es zu spät. Will er uns um irgendwas bitten? Die Sehnsucht unseres Volkes hat die einst unbefleckte Materia unwirklich schwarz gefärbt wie die Nacht. Die Sehnsucht unseres Volkes hat die einst unbefleckte Materia unwirklich schwarz gefärbt wie die Nacht. Die Sehnsucht unseres Volkes hat die einst schwarze Materia unwirklich schwarz gefärbt wie die Nacht. Wir haben keine Wahl. Wir brauchen diese Materia. Ihm können wir sie nicht überlassen. Ich weiß nicht, ob wir ihn täuschen können, aber versuchen wir es. Meinst du nicht, der hat das alles mitbekommen, Cloud? Die unbefleckte, oh mein Gott, die einst unbefleckte Materia hat sich gefärbt, schwarz wie die Nacht. Ich interpretiere da gerade so viel rein, ne? Da ist der Hexer. Dann übernimm. Oh, 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 oh. Ich muss alle heilen. Doch wir waren gewählt. Ich zähle auf dich. Den Planeten waren wir Fremdkörper. Sowohl
ist drin! Zieh dich zurück! Schlupf mich auf dich! Keine Kopf! Ah, shit. Ja, okay, gut. Dann übernimm. Ich mach das. Kannst du das machen? Okay, doki. Muss unbedingt Phönix gleich zaubern. Zur Sicherheit. Habe ich gerade Tifa nicht geheilt? Warte, ich muss darauf achten, was hier passiert. Ich bin gerade sehr verwirrt. Hat sie ihr alles? Oh mein Gott, Aeris hat wahrscheinlich die Amplifikation nicht mehr. Habe ich da was von... Oh nee. Ah, sie hat selber keine, aber sie hat Dingens. Gebet. Oh. Ja, gut. Fantastisch. Super. Gut, das ist gerade doof. Ich kriege das auch mit den Dingens, ne? Hier mit den Hexern, alles gut. Ja, mal rein. Erzengel, oh, das wäre natürlich nice, ne? Ja, da brauche ich zwei Stück, scheiße. Ja gut, okay, Moment. Was mache ich denn da? Ich bin so doof, ne? Boah. Okay, gerade bin ich echt doof. Ja, okay. Ja, mach die scheiß Hexer da weg. Ach so, Tifa ist ja nicht da. Oh, shit. Ja, wir müssen den Kampf wahrscheinlich nochmal machen gleich. Ne? Ja, definitiv. Das ist ein Schutzengel. Belebt einmal pro Kampf bei Kampf. Oh, nice. So. Nicht übertreiben. Bin ich jetzt drin? Ja, und Cloud hat jetzt natürlich auch noch Dingens. Oh, shit. Naja. Na, wenigstens haben wir das alle nochmal. Oh, wie schön das aussieht. Phönix in den Kampf natürlich trotzdem sehr, sehr gut, ne? Nee, das war richtig beschissen, was ich hier nur für eine Scheiße gemacht habe. Oh, Entschuldigung. Okay, ich muss dafür mal ins Menü, ne? Ich will die immer mehrfach hintereinander benutzen. Das war im Original doch ein bisschen einfacher. Da war ich, ja, ich weiß, ich hätte die Hexer zuerst, aber irgendwie war ich jetzt gerade komplett... Ich weiß nicht, was los war. Schäme ich mich, ne? Schäme ich mich. So. Guck mal, wie viel Äther wir haben, Leute. Guckt es euch doch mal an. Wenn jetzt eine Bank kommt, ne, dann ist aber Riot hier, ne? So. Okay. Nur einen Weg. Du. Ein bisschen Salbei kann man ja noch mitnehmen, ne? Diejenigen, die nicht aus dem Lebensstrom geboren wurden, können auch nicht in ihn zurückkehren. Und so wandern unsere Seelen umher, auf der Suche nach einer letzten Ruhestätte. Verdammt zu einem Dasein in Rastlosigkeit. Nicht mehr am Leben, aber auch nicht imstande zu sterben. Unser einziger Wunsch ist es, endlich von diesem grausamen Schicksal erlöst zu werden.
Es gibt noch mehr, die nicht aus dem Lebensstrom geboren sind, tatsächlich. Einst fiel meinem Volk die reinste aller Materie in die Hände. Wir Gi bargen unseren Wunsch nach Freiheit in ihr. Am Ende einer Ewigkeit erhörte die Materie endlich unseren Wunsch. Sie wurde zu einem Hoffnungsschimmer, der die lang ersehnte Erlösung versprach. Wir jubelten. Wir waren glücklich, dass unsere Gebete nicht umsonst gewesen waren. Doch dann drangen die Zetra in unser Land ein. Und kaltblütig entrissen sie uns die schwarze Materie. Und deswegen flehen wir euch an. Bringt unseren Schatz zurück. Bitte. Die schwarze Materie ist von größter Bedeutung für mein Volk. Wir ruhen nicht, bis sie wieder in unserem Besitz ist. Das haben wir geschworen. Und sollte eine Nachkommin der Zetra bereit sein, uns zu helfen, könnte das unserem lang gehegten Hass ein Ende bereiten. Wo ist sie? Es heißt, dass die schwarze Materie im Tempel des alten Volkes versteckt sei. Oh. Altes Volk. Zetra. Tempel. Sagt dir nichts? Also, doch, das sagt mir was. Mir sagt das gar nichts. Vergib mir meine Zweifel. Aber kann ich dir wirklich trauen? Hey, du! Ich sag vorher, was die Zukunft bringt. Und das Misstrauen mache ich Vertrauen. Du kannst ihm ruhig vertrauen. Versprochen. Es scheint, dass uns keine Zeit mehr bleibt. Beeilt euch. Bringt die schwarze Materie zurück. Nee. Ich wünsche euch viel Glück, Kinder des Planeten. Los, gehen wir nach oben. Okay. Ich mach dich stolz, Papa. Boah, ich... Muss ganz viel in Cosmo Canyon jetzt machen. Und Gold Saucer übrigens auch noch, ne? Ihr habt es unbeschadet zurückgeschafft. Meister Bugenhagen wird hocherfreut sein. Ich bringe euch zu ihm. Nö, ich stell's auf Japanisch um. Nicht Meister Bugenhagen. Nicht mit der Stimme. Wir ganz schön hinters Licht geführt. Diese Gi-Geister denken doch tatsächlich, dass wir ihnen ihre Materie zurückbringen. Sie haben sie als ihre Erlösung bezeichnet. Also ist es eine mächtige Materie. Eine vielleicht zu mächtige Materie. Die können wir ihnen nicht einfach so überlassen. Das ist aber auch traurig, ne? Ihm? Sephiroth. Habt ihr ihn denn nicht gespürt?
Nein. Du kennst den Typen am besten. Wenn du sagst, dass er hier war, war er das auch. Heißt das etwa, dass dieser Sephiroth auch hinter der schwarzen Materie her ist? Ja. Davon sollten wir ausgehen. Was stehen wir dann hier noch rum? Los! Niemand schnappt mir diese Materie vor der Nase weg! Ah, ist auch ein bisschen gemein. Wir wissen ja nicht, ob die... Also, zum jetzt. Woher weißt du eigentlich vom Tempel der Setra? Ich würde nicht sagen, dass ich davon weiß. Ich habe eine Vermutung. Hä? Ich habe mal entsprechende Informationen in Firmenunterlagen gelesen. An einem Shinra-Terminal sollten wir mehr herausfinden. Gibt es so eins in Cosmo Canyon? Ich glaube schon. Am besten fragen wir Boogie mal danach. Boogie. Ich will, dass Brad wieder die alte Stimme hat. Ich finde die andere, die neue, also ich verstehe auch, wieso er so hart und ich finde das sympathisch, aber die alte habe ich so, boah, die war so geil, ne? Die mochte ich, aber die neue ist so, wenn, ich bin's, also ja, ich will die alte. Das macht diesen Charakter so, ich weiß nicht. Sterne sei Dank, was für ein Glück. Jetzt mach dir doch nicht immer so viele Sorgen, Opa. Ich bin immerhin der Sohn des großen Kriegers Seto. Boogie? Ich habe eine Frage. Im Tal müsste es ein Terminal geben, das an das Netzwerk von Shinra angeschlossen ist. Nur wo? Oho. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Ein Terminal gab es. Überaus interessant vom Standpunkt der Technik. Es hat mich sehr fasziniert. Und deshalb habe ich es auseinandergenommen. Und es zu einem Generator umgebaut, der uns seitdem mit Strom versorgt. Miau! Kennst du den Tempel des alten Volkes? Ich verstehe nicht ganz. Die Zetra haben keinen Gott, den sie anbeten. Warum sollten sie also einen Tempel errichtet haben? Gute Frage. Aber es gibt zahlreiche Legenden über ein Bauwerk der Zetra. Ein Bauwerk, dem ein Mensch, ignorant der Lebensweise der Zetra gegenüber, die Bezeichnung Tempel verpasst haben könnte. Du bist der Beste, Opa. Ho, ho, ho. Allerdings ist mir der genaue Ort unbekannt. Und die Zetra hat damals ein grausames Schicksal ereilt. Es könnte passieren, dass ihr dort nicht mit offenen Armen empfangen werdet. Wollt ihr es wagen? Bereitet euch gut vor. Schaut, horcht und fühlt. Saugt all das Wissen im Tempel auf, das es in Büchern nicht gibt. Und wenn ihr zurück seid, berichtet mir doch, was ihr gelernt habt. Meister Bugenhagen! Was ist? Ich habe zu tun. Aber der Mann in dem schwarzen Umhang ist zurück. Was sollen wir tun? Ach je, ein Bekannter von euch? Wo ist er jetzt? Er ist am Eingang zum Tal. Sehen wir nach, Cloud. Ja. Okay. Aber ich habe noch so viel zu tun. Du kannst nun die Schnellreise-Service innerhalb Cosmo Canyons, oh, das ist super, für Schüler der Planetenkunde nutzen. Sprich dafür einfach einen Mentor an. Okay, das sind die Mentoren. Super. Ja, nö. Ich gehe jetzt erstmal ganz normal, regulär hoch. Ich frage mich, ob es jetzt auch hier Nebenquests und sowas in Cosmo Canyon gibt, aber ich bin gerade so neugierig. Manchmal ist es so blöd. Manchmal willst du einfach die Story weiterspielen und bist so Favelke-King neugierig, ne? Unerwarteter Besuch. Es gibt, es können halt viele sein, ne? Es können zum Beispiel Locke sein. Es kann natürlich Sephiroth sein. Es kann aber auch der Mann mit dem blonden Haaren sein von dem Final Fantasy Teil, den ich nicht gespielt habe. Es könnten hier sehr, 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 sehr viele sein. So, jetzt gucken wir mal. Ja. Okay, warte. Hier wäre ja sonst. Nee, das. Also hier ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Oh, guck mal, wir können noch Klavier. So, okay. Da müssen wir hin. Machen wir das mal, ne? Ich möchte noch einmal hier durchlaufen. Möchte jetzt keine Schnellreise. Ich frage mich, was man bei diesen Seelengeleiten so anzieht. Obwohl ich gerade glaube, dass ich mich wahrscheinlich gleich wieder verlaufe, aber ich... Ja, komm, wir sind guter Dinge, ja? Hui! Da, 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 da.
Oh, ist das schön, das Theme. Oh. Ich hoffe, Melissa, meine beste Freundin, kann das auch dann irgendwann bald spielen. Mann, auch ein riesengroßer Final Fantasy Fan. Final Fantasy 7 Fan. Ja. Nanaki. Ist auch alles in Ordnung mit ihm? Ja, er ist nur etwas geschwächt. Man sieht immer mehr von ihnen hier. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es wäre bloß eine Mako-Vergiftung. Nebelheim. Nebelheim. Nebelheim ist doch... das Dorf, aus dem wir kommen. Aber natürlich! In Nebelheim finden wir auf jeden Fall ein Terminal. Richtig. Dort gab es eins. Cloud, du hast es vorhin doch gesagt, dass man mir ruhig vertrauen kann, nicht? Vielleicht hast du auch nur gelogen. Aber selbst wenn, ich will dir beweisen, dass du absolut recht hattest. Aber... versuchen wir es. Verzeiht die Einmischung, aber ihr wollt nach Nebelheim? Dort kommt ihr von hier aus nämlich nicht hin. Nicht über Land. Aber per Luft. Rauchzeichen, richtig? Genau. Na dann mal zurück zum Flugplatz. Nein, denn ich habe hier noch zu tun. Ja, super. Cloud. Wow. Ich konnte ganz in der Nähe eine Protosubstanz orten. Na, natürlich. Natürlich. Alright. Den Standort konnte ich daher leider nicht bestimmen. Oh mein Gott, wie sich streckt. Boah, ich muss nur mal sagen, ich muss so viel sagen, ne? Ich liebe alle Charaktere hier. Ich liebe die, ich meine, ich liebe ja Final Fantasy 7, ne? Aber ich liebe die Charaktere und ich liebe vor allem diese Idol-Animationen. Und Red, als Bogenhagen ihn so an der Seite so gestreichelt hat, ne? Es sah halt wirklich aus wie ein Hund. Die Zähne, das Zahnfleisch, alles einfach, ne? Ich habe sogar den Hundgeruch in der Nase gehabt. Hunde riechen aus dem Mund einfach so furchtbar, ne? Katzen auch, aber ja. Boah, also wir machen natürlich jetzt Cosmo Canyon. Aber wie krass, jetzt müssen wir nochmal zurück nach Nibelheim. Ich will aber auch zurück zum Gold Saucer. Kein Grund zur Sorge. Ja, okay. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Wir gehen jetzt... Komm, wir gehen in eine Mini-Quest. Ich hab da was gesehen.